Damit ein herzliches Willkommen zu diesem Replay von Lord H99 Verteidiger. Und der wird einfach so richtig vernascht gerade. Wir schauen uns das einfach mal an. Er fängt hier an, checkt erstmal die Clanburg ab mit einem Riesen. Da ist dieser liebe Francis. Lieber Francis aus Knight Killers ist hier gerade wieder richtig hart am Hasseln, würde ich mal sagen. Der weiß genau, was er will. Der hat hier seine 5 Magier, seine 10 Bogenschützen. Ja, seine Max. Oh, ich liebe sie. Schweinereide mit Max Heal Spells und einem Rage Spell. Marschiert hier los. Sie sind 319k. Gold, 200k Elix und 2236 dunkles Elixier am Start. Und schaut euch das mal an, Riesenbombe, nicht ganz so schlimm. Und der hat einfach auf der kompletten linken Seite, die komplette westliche Seite des Dorfes hat keine Verteidigung mehr. Und auf der rechten Seite fehlt nicht mehr viel. Zack, der letzte Flächenschaden steht jetzt hier oben. Und dann zieht der Typ einfach radikal aus seiner Clanburg nochmal Schweinereiter, nochmal Max-Schweinereiter nach. Seine 10er Queen macht hier oben richtig Schaden und ballert hier einfach mal ganz lässig die Kanone um. Der Bogenschützenturm fällt, der letzte Flächenschaden ist auch down. Ich habe das schon lange nicht mehr gesehen. So ein Dorf, so ein 9er Dorf, echt ein richtig gutes 9er Dorf vom Level her. Läuft auf jeden Fall. Und einfach komplett zerlegt mit Schweinereitern. Ich meine, dann muss ich jetzt mal ausrechnen, wie viele Schweinereiter passen da rein? Ich habe keine Ahnung. Ich blende euch das jetzt einfach mal ein, was das ungefähr kostet. Und, weil sonst müsste ich jetzt irgendwie auf Stopp drücken und das nachrechnen, weil ich nicht genau weiß, wie viele Schweinereiter man haben darf. Aber ihr habt es ja jetzt eh schon gelesen. Und dann die Max Magier noch am Start. Und ich macht das jemand von euch noch? Ich hatte mal eine Zeit lang eine Serie, in der ich, quasi so Max Magier mit Max, nicht Max Magier, Max Magier könnte ich jetzt tatsächlich mitnehmen. Krass geil. Max Hox und dann mit Max Heal Spells raufgerannt bin. Und ja, also habt ihr Bock drauf? Also ich hätte Bock drauf, ein paar Neuner zu zernaschen. Weil Neuner Rathäuser laufen damit halt echt richtig geil. Und ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist der Win der Woche, meiner Meinung nach. Falls ihr irgendwie so geile Fights habt, ich bin gerade am Überlegen, habt ihr Bock auf so eine Serie, wo ihr Videos von euch einschicken könnt? Dazu müsstet ihr mir einfach in die Kommentare klatschen, ob ihr überhaupt sowas, so eine Möglichkeit habt, Videos aufzunehmen. Dann würde ich nämlich so eine E-Mail-Adresse einrichten, so eine Google-E-Mail-Adresse, da kann man so Daten empfangen, quasi über Google Drive. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnten wir irgendwie so Wins der Woche machen und Fails der Woche oder des Monats. Ihr wisst das, wie das bei mir ist mit den wöchentlichen Videos. Hätte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Gebt mir auf jeden Fall auch ein Feedback in den Kommentaren und ansonsten würde ich sagen, checkt auf jeden Fall, genau, das habe ich ganz vergessen. Er ist nämlich bei mir gerade im Clan, ich weiß nicht, ob er da schon immer ist. Ich habe euch mal seinen YouTube-Kanal verlinkt, ich glaube, er hat krasse 3000 Abonnenten, also wenn ihr Bock habt, jumpt da mal vorbei und zieht euch seinen Kanal rein. Von dem lieben Lord H99, ich glaube, Lordy ist das, ich kenne den Kanal irgendwie auch so vom Namen. Naja, und auf jeden Fall, vielen Dank fürs Teilen des Replays und schreibt mir eure Hausaufgaben in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.